Staaten über alle Bereiche Souveränität zu errichten, sondern ein europäisches Staatswesen, das gestufte Souveränitätsrechte hat für verschiedene Bereiche. Und am einfachsten lässt sich das auch verstehen, wenn wir sehen, dass es in diesem Europa, über das wir da reden, natürlich auch um ein Europa unterschiedlicher Geschwindigkeiten letztlich geht, was wir denn schon seit langem haben. Wir haben bei den Beitrittsprozessen gestufte Beitrittsverfahren, wir haben eine unterschiedliche Umsetzung des Schengen-Raums, wir haben Länder, die zur Eurozone gehören, die nicht zur Eurozone gehören. Wir werden jetzt erleben, dass es Länder gibt, die zur Finanztransaktionssteuerzone gehören werden und welche nicht dazu gehören werden. Das heißt, wir haben schon heute unterschiedliche Integrationsstände nach den Ländern. Und trotzdem brauchen wir in Europa eine Demokratisierung der europäischen Institutionen. Wir müssen gemeinsam, und das wäre meine Hoffnung für die Zukunft, das werden wir, denke ich, in der Diskussion auch gleich ansprechen, dass es uns gelingt, aus dem französisch-deutschen Freundschaft, aus dem deutsch-französischen Motor heraus, einen Beitrag dazu zu liefern, wie ein um Souveränitätsrechte gestärktes gemeinsames Europa demografisch und demokratischer als heute organisiert werden kann, im Sinne von Gewaltenteilung und im Sinne von subsidiarem Staatsaufbau. Das ist die Debatte, das ist